Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele. Ja, diesmal wieder mit einem Schwung Star Wars Unlimited, der Funke einer Rebellion Boostern. Ich hatte mir ja auch zum Start hier Booster gekauft, habe jetzt auch ein bisschen was noch von Asmodee bekommen und die möchte ich einfach mal aufmachen, denn ich finde es einfach toll, was für tolle Karten drin sind. Und natürlich hoffe ich natürlich auf die ein oder andere seltene, also legendäre Karte und vielleicht auch in eine besondere Optik. Da gibt es ja bei Star Wars Unlimited sehr spannende Kombinationen. Und ja, wir fangen mal an mit dem ersten Booster. Und dann schauen wir uns die Karten an. Ich versuche relativ schnell durchzugehen, also mich nicht zu lange an allen aufzuhalten. Dann haben wir zum ersten Mal wie immer in jedem Booster ein Held. Das ist in dem Fall Jyn Erso. In diesem, ich glaube, das ist besondere Hyperspace-Hyperraum-Design, dass es eben ohne Rand ist sozusagen. Und die ist halt auch hinten dann als Commander, der dann eben der als Anführer, der ausgespielt ist, der direkt kämpft. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Katakomben von Cadera als normale Basis. Und dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir den erfahrenen Strand. Truppler, das Patrouillenschiff, Feuer öffnen. Also wer schon die anderen Unboxings gesehen hat, da werde ich jetzt nicht auf jede Karte eingehen. Ja, ein Ereignis, Nachschub. Sondern nur wenn besondere Karten kommen oder seltene Karten kommen. Der Witnesskämpfer, der A-Flügler, der Grünstaffel, die Gamorreanischen Wachen, das ist auch eine Kammen. Sieht aber sehr spannend aus, muss ich sagen. Es hat eine neutrale Karte, das heißt, kann von beiden Fraktionen, den Rebellen und Imperium, angeheuert werden. Die Autituk, das Befreiungskanonenboot. Dann haben wir hier ebenfalls eine Kammer der Unterweltkanove, die Ankammern der AT-Unterdrücker. Dann haben wir auch als Ankammern als erstes Schießen. Das kennen wir aus dem Film. Hier wieder eine Hyperraum-Variante, nämlich Bright Hope. Ein Raumschiff der Rebellen, ein Transporter. Als Ankommen und als Rare haben wir Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wer kennt das nicht aus dem ersten Film sozusagen? Prinzessin Leia. Und ja, nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch die Voll, wie man hier auch sehr gut sehen kann, wie voll die ist. Die wirkt wirklich sehr schön und das ist in dem Fall auch eine Rare. Also auch schön, dass es hier eine Rare als Folge ist, ein Ereignis für eine Sache, die es wert ist. Dann schieben wir das mal zur Seite und machen den nächsten Booster auf. Und gucken da rein. Dann haben wir hier wieder eine Hyperraum. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht alle, sondern ich täusche mich da. Aber es sieht ja nach einer Hyperraum Anführerkarte aus, nämlich Imperator Palpatine. Sehr schön, gefällt mir. Und hier auch eine Anführereinheit übernimmt die Kontrolle über eine beschädigte Nicht-Anführereinheit. Du darfst eine andere befreundete Einheit besiegen. Falls du dies tust, füge einer Einheit einen Schaden zu und ziehe eine Karte. Also kann er eine gegnerische Einheit auch übernehmen und eine eigene Einheit auch zerstören, um Gegner als Schaden zuzufügen und Karte zu ziehen. Also sehr schöne Fähigkeiten, Imperator Palpatine, also Imperium. Nice. Und wir haben die Chopper-Basis als normale Basis. Dann haben wir Verteidiger der Echo-Basis, Rebellentruppler. Wir haben die hartgesottenen Überlebenskünstler, das Präzisionsfeuer, neue Lieferung, Ereignis, Verteidigungsläufer der Akademie. Die deaktivierender Fangjäger, Inhaftierungsblockwache, die habe ich jetzt schon oft jetzt, der ISB-Agent, auch nicht selten, der koreanische Frachter, der Kantina-Türsteher, eine Ankammen, ebenso wie der General Teggy oder Tak, dann ebenfalls ein Ankammen Karabast und als Rare haben wir hier den Sicherheitskomplex, das heißt eine Basis, eine andere Basis. Und das ist das, was ich ja erhofft hatte. Habe ich jetzt so mir noch gar nicht durch die Karten geschaut. Die hat halt nur 25 Leben sozusagen, ist also schwächer als eine normale Standardbasis. Hat allerdings die epische Aktion, gib einer Nicht-Anführereinheit einen Schildmarker.
Ja, da kann man eben einmal eine epische Aktion machen. Nice. Und wir haben als voll eine Kammern der Verteidiger der Echo Basis oder Echo Basis. Weiter geht es. Nächsten Booster. So, sie gehen eigentlich vielleicht auf, weil sie sind hier Papier. So, natürlich auch bedrucktes Papier, aber ja, dann haben wir wieder ein. Also vielleicht sind die auch alle Hyperspace. Überraum, ich habe das gerade nicht auf dem Schirm. Und zwar IG-88, der Unterwelt-Droide-Kopfgeldjäger, kann dann eben auch reingebracht werden mit 5-4. Und jede andere befreundete Einheit erhält Offensive 1, also ist um 1 stärker, wenn wir angreifen. Nice. Und die haben die Kestrel City als Basis. Dann haben wir die Akademie-Training. Augenblick der Ruhe. Schildmarker, nicht schlecht. Ortsansässige Sympathisanten, eine Rebelleneinheit, Guerilla, Angriffspott. Dann haben wir den V-Flügler. Bezwingen als Ereignis. Versteck im Asteroiden. Auflauern, auch ein Ereignis. Dann wieder eine Einheit, den Schneetruppler Lieutenant. Eine ankommende Lieutenant Chilson. Den Geschwaderführer, den Tod nützt mir nichts, ein Ereignis. Und wir haben als Legendary Darth Vader, als normale Karte, aber immer als Legendary. Hinterhalt, wenn gespielt wird, suche die obersten 10 Karten deines Decks nach beliebig vielen Einheiten mit diesem Aspekt. Mit zusammengezählten Kosten von 3 oder weniger. Das sind nicht so wahnsinnig viele, aber naja. Mal schauen und spiele jeden von ihnen kostenlos. Also man kann so ein bisschen kleine Einheiten da ihn rausbringen, seine Sturmtruppler halt in der Regel. Und ja, und generell Taggy hier die Ankamen als Vollkarte, dann als letzte Karte in diesem Booster. Okay, weiter geht's. Wie alle bin ich natürlich auch auf der Suche nach dieser besonderen Illustration. Oh Gott, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, wie diese besondere Sonderillustration heißt, die aber nur alle 7 bis 8 Booster-Displays drinnen sein soll. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Jetzt haben wir hier mal einen normalen IG-88. Also die ersten drei Booster waren wirklich Hyperspace-Anführer. Haben wir jetzt hier nicht. Und wir haben wieder die Chopper-Basis. Und dann haben wir den Cantina-Maulheld, den Star-Wiper des Konsortiums, den Todestruppler. Wampa, sehr schön. Superlasertechniker, X-Flügler Allianz, Abwehrjäger der 7. Flotte, AT-RT aus dem Grenzgebiet, die Java Schrottsammler, die Ankamen, die Außenpatrouille und den Kartell Spacer, ebenfalls die 97. Legion als Ankamen. Und wir haben als Rare Rauch und Asche. Jeder Spieler legt alle Karten bis auf 2 seiner Wahl von seiner Hand ab. Da kann man sicherlich Gegnern, die viele Karten auf der Hand haben, wirklich ja, einiges an Ärger bereiten. Und als Voll haben wir die Abwehrjäger der 7. Flotte, eine Kamen Weltraumeinheit. Okay. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier die Leia Organa als Anführerin, Rebellenamtsträger. Und wenn diese ausgespielt ist, eben mit der Fähigkeit Offensive 1. Und wenn diese Einheit einen Angriff abschließt, darf mit einer anderen Rebelleneinheit angreifen. Also Doppelangriff. Und als Basis haben wir das Kommandozentrum, auch normal der Todesstern. Dann haben wir Reparieren. Schneetruppler der 1. Legion. Infanterie Frontkämpfer. Wolkenstadt Sicherheitskraft. Weiterkämpfen, ein Ereignis. Allianz Einsatzkoordinator. TIE-Jäger der Minengilde. Die maximale Feuerkraft. Überraschungsangriff, dann haben wir als Ankamen erzwungene Kapitulation. Ziehe 2 Karten. Jeder Gegner, dessen Basis du in dieser Phase Schaden zugefügt hast, legt 2 Karten von seiner Hand ab. Es kostet allerdings 6, aber oh, ganz nett. Dann ebenfalls als Ankamen haben wir die Macht ist mit dir, wähle eine befreundete Einheit und gib ihr 2 Erfahrungsmarker. Falls du eine Macht Einheit kontrollierst, gib der gewählten Einheit auch einen Schildmarker. Du darfst mit der gewählten Einheit angreifen.
Dann haben wir den gekaperten Sternenjäger. Auch eine ankammeln. Auch nett. 2-4 für Tor 2. Und als Rhea haben wir hier der Funke einer Rebellion. Das ist auch der Name des Sets. Zieh dir die Hand eines Gegners an und lege davon eine Karte ab. Auch ein Effekt, den man jetzt auch anderen Sammelkartenspielen gut kennt. Schöne Sache. Und wir haben als Voll den Sternenflügler Aufklärer. Ja. So. Dann schauen wir, was im nächsten Booster drin ist. Wir haben Sabine Wren, eine Kamen-Anführerin, fügt jeder Basis einen Schaden zu, als Aktion. Okay, das kann man als, wenn sie in der normalen Funktion liegt, kann man immer wieder in jedem Zug, also immer wenn sie wieder bereit ist, einen Schaden zu fügen. Oder sie kommt ins Spiel, beim Angriff füge Jäger gegen feindlichen Basis auch einen Schaden zu, also wirklich so ein Rebell, der halt immer wieder Schaden der Basis zufügt. Und Stichwort Basis, wir haben hier eine Hyperraumbasis, Capital City, Lothal, ja, eine Kamen. Und dann haben wir den Juggernaut Transporter, den Spec Force Soldat, standhaftes Bataillon, wachsame Ehrengarde, Aufwiegler der Jedi, Schneegleiter, abtrünnige Agentin, Soldatin aus freiem Willen. Dann haben wir Kopfjäger des Outer Rim. Als Ankammern überwältigendes Kreuzfeuer. Den Karabast. Und als Ankammern Blaze Marbus. Kennen wir auch. Ne? Und wir haben als Rare noch eine Stadt, nämlich Jedi City. Auch sehr schön. Hat halt auch nur 25 Trefferpunkte sozusagen, hat aber die epische Aktion, gib einer Nicht-Anführereinheit für diese Phase minus 4, minus 0, also auch etwas, was man immer wieder nutzen kann. Und das ist auch eine schöne Sache und damit ja, kann man diese 5 Punkte weniger, finde ich schon ganz nett. Ne? Und als Voll haben wir diesmal eine Hyperraum, also eine Hyperspace-Hyperraum, voll eine Kammer, nämlich den Infanterie-Frontkämpfer. Ah, nice. Also sind schon sehr schöne Illustrationen dabei, die wirklich, finde ich persönlich, das Feeling von Star Wars sehr schön rüberbringen. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie euch das geht, ob euch das auch so geht. Dann haben wir den Großmoff Tarkin, ein Anführer Imperiumsträger. Und dann haben wir ihn auch in der Angriffs-, in der normalen, in der Charaktervariante, wenn man ihn rausgespielt hat. Beim Angriff darfst du einer anderen Imperium einen Erfahrungsmarker geben. Also auch jemand, der die Charaktere stärkt, ist aber seine Normalfähigkeit auch, wenn er hier liegt. Dann haben wir den Turm des Administrators als Basis und wir haben den Besatzer Belagerungspanzer, den Verteidiger der Echo-Basis, wir haben den Kämpfer der Partisanen, Lieutenant der Flotte, Schnellschussreflexe, wir haben Aufständischer von Lothal, Konfiszieren, besiege ein Upgrade. Besiege ist halt hier Zerstöre, ja, oder nimm das, ja, beseitige, wie auch immer. Schneetruppler der ersten Legion, Kampfgleiter der Renegatenschlaffel als Ankammeln. Dann haben wir gnadenlose Sturmkorvette. Und dann haben wir, ja, in dem Slot sind normalerweise auch Ankammeln drin, aber mit einer kleinen Chance auch andere. Hier haben wir eine Rare drin. U-Flügler Verstärkung, Nachschub für 7 ein Ereignis. Durchsuche die obersten 10 Karten deines Decks nach bis zu 3 Einheiten mit zusammengezählten Kosten von 7 oder weniger und spiele jede von ihnen kostenlos aus. Das kann schon echt nett sein. Und dann haben wir den normalen Rare-Slot oder Rare-Legendary-Slot, nämlich heldenhaftes Opfer. Eine Taktik, ziehe eine Karte, dann greife mit einer Einheit an. Für diesen Angriff bekommt sie plus 2, plus 0 und erhält, wenn diese Einheit Kampfschaden zufügt, siege diese Einheit. Das heißt, ja, da kann man auch eine große Einheit wirklich einfach wegnehmen, ne? Mit so einer kleinen dann. Hat halt so Todesberührung, würde man vielleicht in einem anderen damit kann ich viel sagen. Und hier haben wir die Rare, das Rare-Ereignis. Erforsche deine Gefühle als voll. Durchsuche dein Deck nach einer Karte, ziehe sie, dann mische dein Deck. Nice. So, jetzt wird es hier langsam voll mit den Karten. Weiter geht's. Wir haben noch, glaube ich, 6-7 Booster. Dann haben wir erstmal den Direktor Krennic,
Jede befreundete beschädigte Einheit bekommt plus 1 plus 0. Und Castro City als Ort, als Basis. Wir haben Wolken statt Sicherheitskraft. Ja, die kennen wir jetzt hier eigentlich mehr oder weniger schon alle. Das ist natürlich so, dass, wie gesagt, 200, um die 50 Karten waren es, glaube ich, im ersten Set. Aber natürlich die Commons, die ja natürlich zu großen Teilen in jedem Booster drin sind, die sind natürlich dann schon sehr bekannt. Als Uncommon haben wir hier Ausschalten. Wir haben Chewbacca, sehr schön, als Uncommon an Unterwelt Wookie. Wir haben Überwältigendes Kreuzfeuer als Uncommon. Dann haben wir als Rare Galaktischer Ehrgeizspieler eine Nicht-Rebelleneinheit kostenlos von deiner Hand. Füge deiner Basis Schaden in Höhe der Kosten der gespielten Einheit zu. Okay. Das heißt, hier kann man die eigene Basis quasi sich Trefferpunkte selber wegschießen, um Einheiten kostenlos auszuspielen. Und wir haben eine Common-Ereignis bezwingen, besiege eine Nicht-Anführereinheit. So, dann was der nächste Booster bringt. Ah, es macht einfach Spaß, die Booster aufzumachen, muss ich schon ehrlich sagen. So, und wieder Leia Organa, die hatten wir jetzt auch schon, genauso wie Capital City, allerdings hier in der normalen Version mit Rand. Dann haben wir die Escort Segelbarke, wachsame Ehrengarde, Aufwiegler von Jeddah. Man kann dann auch durchaus Sets spielen, die auch thematisch sind, ne? Die dann bestimmte Regionen vielleicht. Vielleicht reicht da aus dem ersten Set nicht das für viele Themen, aber dann vielleicht mit den folgenden Sets mal schauen. Schneegleiter, widerstandsfähig, ein Upgrade, ein Ereignis, die Viper oder Viper Sucht-Druide. Dann haben wir Kopfgeldjäger Co. Wir haben als Uncommon Sibin Ren. Dann haben wir den Beschützerinstinkt als Uncommon und Ezra Bridger. Und wir haben als Rare Agent Kallus, ein Imperium-Truppler für 5 Ressourcen. Hinterhalt, nachdem du diese Einheit gespielt hast, darfst du sie spielbereit machen und mit ihr eine feindliche Einheit angreifen. Und wenn eine andere einzigartige Einheit angreift, einzigartig erkennt man immer daran, dass die hier oben diesen Stern hat. Die hat halt so einen Namen und dann gibt es halt nur ein Agent Kallus. Wenn diese besiegt wird, du darfst eine Karte ziehen. Verwende diese Fähigkeit nur einmal pro Runde. Das bedeutet aber auch nicht nur eigene einzigartige Karten oder Einheiten, sondern auch von Gegnern einzigartige Einheiten. Das ist auch ein schöner Card Draw. Und wir haben als voll den Schneetruppler der ersten Legion, also eine Kamen. Dann haben wir Cassian Andor von meiner Lieblings-Star Wars-Serie Andor. Sehr schön, gefällt mir. Falls du in dieser Phase für ein, also erschöpfen und für eine Ressource, falls du in dieser Phase einer feindlichen Basis 3 oder mehr Schaden zugefügt hast, ziehe eine Karte. Also Card Draw, nicht schlecht. Und ja, ist mit 4-6 im Spiel und eben auch dieselbe Fähigkeit, wenn du einer feindlichen Basis Schaden zufügst. Also wenn du einer feindlichen Basis Schaden zufügst, darfst eine Karte ziehen. Also auch wenn eine andere Einheit, eine eigene Einheit das tut. Das ist eine schöne Fähigkeit. Schöner Card Draw, gefällt mir. Die ist auch eine Rare, also auch nicht so sehr, auch nicht so häufig, ne? Die meisten oder sind ja auch hier Commons. Dann haben wir hier eine Hyperraum-Basis, die Echo Basis auf Hoss. Dann haben wir den Todesstern-Sturmtruppler, das Akademietraining, den Scout-Schlittenverfolger, der begeisterte Sympathisant. Die ortsansässige Sympathisantin, also wir können es nur aus Sympathisanten aufbauen, also das ist ein Deck, den V-Flügler, Vorräte auffüllen, ein Ereignis, eine Einheit der Swoop, Renner, dann das Versteck im Asteroiden, dann hier ein Ereignis in Uncommon, Angriffsformation Delta, dann haben wir auch in Uncommon Benthic Two Tubes, Inferno 4, eben eine Weltraumeinheit an Uncommon. Dann haben wir als Rare ein Upgrade, nämlich das Jedi-Lichtschwert. Hänge dieses Upgrade an eine Nicht-Fahrzeugeinheit an. Falls dieses Upgrade an einer Machteinheit angehängt ist, erhält sie beim Angriff. Gibt dem Verteidiger für diese Phase minus 2. Minus 2. Und wir haben General Dodonna als Uncommon voll. Und der hat halt die Fähigkeit,
Andere befreundete Rebelleneinheiten bekommen plus 1 plus 1. Das ist natürlich etwas, das willst du auf jeden Fall als Rebell im Spiel haben. So. Ja, ich glaube noch 4 Booster. Aber da haben wir es. Wir haben wieder Groß Moff Tarkin und Turm des Administrators. Beides Kamenkarten. Wir haben einen Augenblick der Ruhe. Kennen wir alle schon. Zwingen. Kämpfer der Partisan. Taktischer Vorteil. Stehtrupp Lieutenant. Schnellschlussreflexe. Aufständischer von Lotte. Dann haben wir als Ankommen General Dodonna nochmal, den wir eh schon hatten. Gerade eben hatten wir voll. Dann das Kartell Spacer. Und den gnadenlosen Sturmkorvett. Und als Rare haben wir hier auch Imperator Palpatine, 6-6er, überwältigen. Und wenn gespielt, füge 6 Schaden zu, den du nach Wahl auf feindliche Einheiten aufteilst. Auch sehr nett. Und wir haben den beliebten Admiral Akbar als Foil. Eine Rare, die Rebellenamtsträger. Nice. So. Drittletzte Booster. Nochmal Sabine Wren hier wieder als Anführer und die Echo-Basis. Wächter der Wilds, Guerilla-Angriffsbot, Siedler-Miliz, Konsularsicherheitsdienst, Lieutenant der Flotte, Einsatzbesprechung, Konfessieren, Kopfjäger des Autorims und Kämpfer der Partisanen. Als Ankommen haben wir Mon Mothma, wer kennt sie nicht? Durchsuche die obersten 5 Karten deines Decks nach einer Rebellenkarte, deck sie auf und ziehe sie. Dann haben wir gnadenlose Sturmkorvette, die hatten wir eben schon als Ankommen. Dann haben wir Yoda als Ankommen, der alte Meister. 2-4er, wiederherstellen 2. Wenn diese einen angreift, halte 2 Sterne von seiner Basis. Und wenn besiegt, wähle beliebig viele Spieler, jeder von ihnen zieht eine Karte. Ah. Und als Rare haben wir hier die Legion des Imperators. Ein Ereignis, nimm jede Einheit in deinem Ablagestapel, die in dieser Phase besiegt wurde, auf deine Hand zurück. Das kann nice sein. Und als Kamen voll haben wir die Gamorianischen Wachen. So, der vorletzte Booster. 24 Booster sind ja in einem Booster-Display bei Star Wars Unlimited drin. Jeder Booster hat 16 Karten. Und das ist für deutlich unter 100 Euro, denke ich mal, ein ganz gutes Paket. Also da muss man jetzt sagen, das finde ich wirklich okay. Dann haben wir hier Boba Fett, sehr schön, als Anführer, Kopfgeldjäger. Und wenn er dann gespielt ist, 4-7. Und wenn dieser Angriff einer der Angriffe abschließt, falls eine feindliche Einheit dieser Phase das Spiel verlassen hat, macht bis zu 2 Ressourcen spielbereit. Da kann man wieder noch weitere Ressourcen nutzen. Das ist ja dann hier auch. Hier ist es nur eine, auf der Rückseite 2. Dann haben wir hier die Sümpfe von Dagobah als Basis, die Söldnertruppe, restaurierter Ark 170, Infiltrationsfertigkeit, Marineinfanterist, Rebellenpfadfinder, eine Lücke reißen, gewiefter Schmuggler, AT-ST, Schnellschlusseffekte, Schnellschussreflexe, meine Güte, Bright Hope, wieder der Transporter als Ankommen. Der macht Würgegriff als Ankommen, der Teil Turbo Sternenjäger und als Rare haben wir hier das tiefliegende Kanonenboot und das ist ein Unterweltfahrzeug, also kann auch von beiden Fraktionen genutzt werden. Diese Einheit kann Einheiten im Bodenkampfgebiet angreifen, solange diese Einheit eine Bodeneinheit angreift, bekommt der Verteidiger minus 2 plus minus 0. Ist ja ziemlich cool, denn man hat ja in Star Wars Unlimited diese zwei Bereiche, der Bodentruppen und der Weltraumeinheiten und normalerweise können die nicht miteinander kämpfen. Das tieffliegendes Kanonenboot kann auch Bodentruppen angreifen. Und die bekommen sogar noch minus 2, minus 0, also können sie schlechter wehren gegen das tieffliegende Kanonenboot. Geiles Teil, gefällt mir. Ist allerdings auch eine Rare, ne? Und wir haben als voll der erfahrene Strandtruppler eine Kamen. Ja, das war mein Unboxing, sozusagen der zweite Teil des Unboxings des Star Wars Unlimited Boosters. Ja, man hier ein
Booster mit 24, also ein Booster-Display mit 24 Boostern drin. Und ich habe die jetzt hier in zwei Videos ausgepackt. Ihr könnt gerne mal eine Meinung hinterlassen, was ihr von Star Wars Unlimited haltet, wie ihr die Illustration findet, wie ihr die Verteilung der Uncommon, Rare und Legendaries. Ich hatte, glaube ich, nur ein oder zwei Legendaries jetzt in den ganzen Boostern, also wirklich sehr selten. Also nicht häufig anzutreffen, die Rares dann ein bisschen häufiger. Natürlich auch einige Hyperraum-Illustrationsvarianten drin. Ja, diese andere, ich weiß gar nicht mal, wie die heißt jetzt, aber sie ist so selten. Die höchste Stufe der Seltenheit, was jetzt Illustration angeht. Da werde ich natürlich noch gucken. Ich habe hier noch zwei weitere Booster-Displays stehen, dass ich da vielleicht in den 48 Boostern vielleicht was drin finde, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Naja, wir werden sehen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr so gefunden habt für spannende Sachen, welche Decks ihr spielt und was ihr generell von Star Wars Unlimited haltet. Und schaut mal bei abenteuer-brettspiele.de vorbei, meiner Website. Dort findet ihr mehr Infos rund um Star Wars Unlimited und natürlich ganze Menge Kartenspielen und Brettspielen. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!